Hallo, ihr lieben Freunde der bösen göttlichen Unterhaltung auf Pöbeltube zur Let's Play-Reihe Black and White 2 mit mir, dem Marvin, in Folge Nummer 8. Ladebildschirmunterbrechung. Stillschweigen. Da sind wir. Auf unserer Insel, wo wir letztes Mal waren, alles wie immer sozusagen. Wir hatten eine kleine, ja, fast schon Abstimmung am Laufen. Bezüglich des Mythenwunders. Direkter Bezug. Wir werden es dauert heute länger. Setzt euch zurück, ruft nochmal an. Wird heute Abend nichts mehr. Diese Woche im kompletten, wie auch, ihr vergesst es. Wir bauen ein Mythenwunder. Ist das nicht fantastisch? Das ist absolut toll. Genau, wir haben uns ja nämlich in einer Abstimmung getroffen im Chat. Wen habe ich jetzt hier eigentlich gefunden? Geh erst mal weg hier, der nervt. Ich muss ihn erstmal durch den Raum werfen. So, also, wir bauen ein Mythenwunder. Ich bin immer zu Anfang einer Aufnahme ein wenig verklatscht, weil ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Ne, man kennt das. So, unsere Kuh blitzt derweil mit ihren Wundern rum. Kann ich nichts gegen sagen. Ich finde es gut, wenn er irgendwas abfackelt und zerstört. Alles prima. So, also, wir bauen ein Mythenwunder. Das wurde sich von euch gewünscht. Mit zwei ganzen Stimmen. Wurde sich der Orkan gewünscht. Das heißt, ich werde den Orkan kaufen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Da müssen wir auf F1 drücken. Und dann müssen wir, ich glaube, es ist sogar F4 wäre es. Nee, Alt F4. Hey. Ja, es ist aber F4, genau. Und dann gehen wir hier hinten mal auf Mythenwunder. Wir haben ja 100.000 Gedöns in Form von Tribut. Und wir sagen, das Orkanwunder wollen wir haben. Wie schön. Das kaufen wir auch gleich mal. Und dann müsste, jawohl, da ist es, das auch sofort aufploppen, weil die das haben wollen. Bei dem Ding muss man natürlich aufpassen, der Orkan hat einen immensen Eindruck, 3000, den kann man auch nicht kleiner machen. Wird aber auch eine Ewigkeit dauern, das Mistding zu bauen. Hier gibt es sogar nochmal einen Produktivitätsbonus, weil das Ding in der Nähe des Altars steht, glaube ich. Ne, hier gibt es keinen, hier gibt es einen. Das heißt einfach nur, wie schnell das Ding, glaube ich, Mana regenerieren kann. Es wäre für uns natürlich sehr praktisch, wenn wir den hier irgendwo an Rand schmeißen würden, weil dann hätten wir halt noch sehr viel mehr Land. Also mal gucken hier, den Produktivitätsbonus gibt es nämlich nur in der Nähe des Altars, glaube ich, oder des Tempels. Müssen wir mal gucken, ob man das verifizieren kann. Nein, es ist in der Nähe des Altars. Naja. So, wollen wir denn überhaupt noch mehr Land haben? Oder bauen wir nicht einfach noch da hinten einen Altar hin? Ich würde sagen, wir bauen ihn hier vorne hin. Kabums. Und es wurde ja auch schon Bezug darauf genommen. Jetzt muss man gucken, ob er mich jetzt wieder vollmault, dass ich euch die Sirene gar nicht zeigen kann, weil ich die hier abgefackelt habe. Diese Griechen haben uns nichts getan. Doch die Azteken befehlen uns, sie zu bekämpfen. Ja, ja. Wir gucken einfach mal. Vielleicht schaffen wir es ja doch, den Typen einfach die Sirene bauen zu lassen. Weil an und für sich ist es... Oh je, hier ist ein Dorf, das will zu mir. Wie viel Eindruck braucht ihr denn noch? Oh, 2600, 900. Darf ich den gar nicht bauen, den Orkan. Uiuiui. Das ist ja Druck ohne Ende. Ja, also, wollen wir mal gucken. Der Orkan dauert sowieso 100 Jahre, bis das Mistding irgendwann mal fertig sein sollte. Derweil ziehen wir hier einfach nochmal Slump Nummer XY 10.000 hoch. Unser Ziel ist es ja weiterhin, böse zu sein. Und wir kriegen weiterhin Tribut für Dinge. Keine Ahnung. Deswegen schmeißen wir hier einfach weiterhin auf engsten Raum einen Haufen Häuser. Heute mal ein bisschen symmetrischer als sonst. Erinnern die Leute daran, dass wir von ihnen verlangen, sich zu vermehren. Noch eine Kita, damit wir... da ist doch ja viel zu viel Platz gelassen. Da gehen doch noch Häuser zwischen hier. Was mache ich denn? Naja. Gerade einen kleinen Anflug von tu den Menschen mal was Gutes und gib ihnen ein wenig Platz zum Wohnen. Sorry dafür. Hier ist wenigstens wieder ein bisschen dichter hier. Guck mal, wenn wir das Ding hier noch schief stellen, passt es doch da bestimmt auch noch rein, oder? Nein? Na gut, okay. Gut, die Jungs haben was zu bauen. Muku, wie geht's dir? Du bist unglaublich schlecht gelaunt. Du hast Hunger. Dagegen habe ich was, nämlich den da. Om nom nom. Und zwar, nein, ist... Achso, Leine und nom nom. Sieh zu. Jawollo. Und nachdem du den gegessen hast, gehst du bitte mal schlafen. Weil es ist schon sehr spät. Und was ist das? Irgendwas Rotes. Ich spiele jetzt mit diesem Gebäude. Nee, lass mal. So, geschlafen wird natürlich in der Nacht. Deswegen machen wir mal schön aus hier. So, ja. Dann gucken wir natürlich noch, wie es hier weitergeht. Und ich würde mal sagen, wir machen auch mal eine Quest in dieser Folge. Und dann werden wir auch mal schauen, wie weit wir hier mit unseren Soldaten kommen. Wir können nämlich inzwischen... 45 ist ganz okay. Dann holen wir hier schon mal die ersten Schwertkämpfer an, Mann. Bogenschützen haben wir ja schon. 45, ja, ruhig mal gleich ein bisschen mehr hier. 45, 50, ich hätte gern 50. Ist das möglich? Nein, wir springen von 45 instant auf 60.
Das ist der normale Lauf der Dinge. 50. 50 Schwertkämpfer hätte ich ganz gerne. Eben gerade sind nämlich auch schon die Felder aufgeploppt, die sich von unserer untertänig zu sein habenden Bevölkerung gewünscht wurden. Leider haben die nicht ganz unrecht. Wir brauchen fucking nochmal viel Nahrung. Gerade wenn wir jetzt anfangen, noch mehr Soldaten in die Welt zu setzen. Das heißt, wir müssen hier mal die bauernartige Bevölkerung unseres Landes ein bisschen hochziehen. Kuh freut sich einen Keks und baut Gebäude. Ich klatsche alles voller Felder. Da sind jetzt gerade ein ganzen Haufen Männer am Wegrennen. Das heißt, wir warten erstmal ab, bis der große Strom an Leuten dafür gesorgt hat, dass die sich da jetzt alle gemütlich einfinden in ihrem Ausbildungslager. Die nächste Stadt, die wir einnehmen können, ist die hier vorne. Die Japaner, wir haben es ja schon mal, ich hatte es schon mal erwähnt, eingangs, sind ziemlich starke Krieger. Die haben auch sehr viele Bogenschützen und stehen auf Positionen wie oben auf Bergen. Da müssen wir aufpassen. Die können uns da nämlich ganz schnell das Leben sehr schwer machen. Aber ansonsten klappt das alles ganz gut. Wie sieht es hier drüben aus? Ihr wünscht euch auch ein Orkanwunder, kriegt aber nichts. Tür ist zu, ist auch okay. Hier gibt es ein paar Gratisbäume, die noch nicht in meinem Land sind. Wie sieht das hier mit Bäumen in meinem Land aus? Ganz okay. Wie gesagt, was hauptsächlich fehlt ist... Naja, fehlen ist so eine Sache. Wir haben ein Lagerhaus, das ist fast voll mit Nahrung. Haben jetzt aber auch definitiv mehr als genug Felder. Und klauen auch noch selber was. So, gucken. Und den Eindruck meines Landes schmälern kann ich, glaube ich, nicht. Ach ja, hier habe ich auch noch zwei Lagerhäuser gebaut, weil wir hier hoch sind und Erz geholt haben. Ja. Und ansonsten... Gucken wir mal, die sind fertig. Nein, sind sie noch nicht. Okay. Habe ich schon ein Tor gebaut? Ich habe noch gar kein Tor gebaut. Wir kämen nicht mal raus, selbst wenn wir wollten. Haha. Ja, schnell mal ein Tor bauen. Das geht auch außerhalb unseres Landes. Ganz praktisch. Und also außerhalb unseres Einflussbereichs, weil das Spiel das halt so vorgesehen hat. Ja, dann. Was haben wir noch? Hier, du da. Nee, kann ich nicht greifen. Warum nicht? Du darfst mal drauf. Oh, schön. Das tut weh, was? Ich hoffe mal, es ist eine Folterhöhle. Wenn sie nicht wehtut, dann hätte die Höhle ihr Ziel ja absolut verfehlt. Jo, hier sind auch Brüter am Rennen und ich habe schon wieder Dinge bekommen. Super. Hier haben wir wieder eine Schockwelle, das heißt, das Land verändert sich. Wir sind jetzt, sie begehren den Orkan. Wie böse sind wir? Hand über die Fackel und nicht bewegen. Keine Auskunft. Kein Anschluss unter dieser Nummer. 98,9. Aber wahrscheinlich, weil ich die Armee ausgebildet habe. Ja, wie viele Armeen haben wir denn von denen hier? Das ist eine Bogenschützenarmee, bedeutet automatisch, dass wir sehr hohe Verluste einstecken müssen. Naja, dass die uns anschließen wollen, ist nicht so gut. Ansonsten gibt es hier auch nur, die haben sich wem angeschlossen und hier gibt es nur drei Städte, abgesehen von der großen. Wir haben keinen Zwist mit den Griechen. Ja, ich habe Zwist mit dir. Die ich mag und ich unterwerfen möchte. So, wir stocken nochmal 20 Bogenschützen auf. Und weil ich gerade gemerkt habe, das ist total Banane, stocken wir nochmal nochmal 20 auf. Krieg. Ja, ganz genau. Das weiß ich. Das will ich. Das ist unsere Kuh. Und sie hat offensichtlich absolut keine Lust, in ihrem Gehege zu schlafen. Ja, dann schlaf unter Bäumen, Moku. Du darfst gleich kämpfen. Freust du dich schon? Ich freue mich schon. Wir schicken nämlich gleich mal unsere Armeen raus und dann lassen wir die mal ordentlich Leute verprügeln. Wir schauen nochmal. Ah ja, ich glaube, das Ding wächst. Jawohl, er baut die Sirenenwunder. Das ist schön. Der Bau eines Wunders hat natürlich den Vorteil, dass seine Stadt einen riesengroßen Bonus bekommt und erstmal sich nicht automatisch mir irgendwie anschließen möchte. Vielleicht wollen sich dann ja auch die ihm anschließen und nicht mir. Werden wir sehen. Und die Sirene in Action sehen, kann ich nicht versprechen, weil der Bot muss das Ding nämlich auch aktivieren. Das heißt, er muss Gläubige ranschicken, die müssen Mana produzieren, bis das Ding groß genug ist. Zumindest muss ich das so machen. Ich weiß nicht, ob der Computer da seine eigenen Regeln hat. Naja, so, was ist hier los? Ach, das ist ein Förster, der... Achso, die Försterin hat gerade ein Kind gekriegt. Ich dachte so, hä, was zum Kuckuck, wieso steht sie da und arbeitet nicht? Genau, so wie du. Du stehst da auch rum und arbeitest nicht, deswegen wurdest du gerade weggegöttert, sozusagen. So, du spielst jetzt erstmal nicht Nase. Komm mal her hier. Rolle der Kreatur. Sie sind jetzt ein Soldat. Kommen Sie mal ran hier auf den Meter. So, ja, das ist unser Tributmenü. Wunder, haben wir Feuer, Schild und Heilung. Bringt uns alles nicht viel, weil ich kann ja nicht außerhalb meines Landes wundern. Mich? Wundern kann ich mich immer. Dir geht's gut. Hier ist ein Bauer. Guten Appetit. Wir wollen ja nicht mit leerem Magen in den Krieg gehen, ne?
So. Ja, Bauern ist noch so eine Sache. Ich hätte ja ganz gerne ein paar von denen ausgebildet noch, aber hier ist irgendwie Nacht und deswegen hängen ja alle zu Hause rum. Ist ja auch Ausgangssperre, ne? Hey. Bekehrter Aber Bauer. den kleinen Zeitbezug. So, ja, ansonsten hier auch Bekehrter Bauer, Bauer. Bauer. Hier rennen auch schon einen ganzen Haufen Dudes rum. Oh, das war ein Kind. Das funktioniert nicht. Das war ein Baumeister. Bauer, Bauer, Bekehrter Bauer, Bauer, Bauer. Bauer, 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 Kind, Kind, Bauer, Bauer, Kind. Bauer sucht Kind und Bauer. Nee, was? Wie auch immer. So, was ist jetzt hier los? Haben wir jetzt endlich mal genug Leute? Die drei verschmilzt mit der eins, weil kleine Armeen und große Armeen zusammenlegen immer besser ist. Ihr seid immer noch nicht fertig, das reicht mir jetzt aber. Ihr verbindet euch auch mit denen. Und dann haben wir das. So, und jetzt treffen wir uns mal allesamt am Tor. Kreatur, Tor auf, Armee Nummer 1 und Armee Nummer 2 bewegen sich jetzt mal. Wo bist du denn? Ach, da drüben bist du. Na, kommst du da überhaupt hin? Soweit ich weiß, kommst du nämlich hier oben nicht. Ja, genau, du musst hier nämlich wieder runter. Das hier oben kann man nämlich auch einnehmen, das Land hier. Habe ich halt immer gemacht, wenn ich als guter Gott gespielt habe. Ich hier oben dann so Villen hingesetzt. Das sieht dann sehr schön aus. Aber Schönheit interessiert uns nicht. Wir wollen böse sein. Was habe ich jetzt genommen? Einen Zaun. Ja, das war definitiv nicht mein Plan. Was ist jetzt hier los? Okay, meine Maus hat gerade ganz fürchterlich rumgespackt. Ich wollte eigentlich nur noch ein bisschen Erz mopsen, aber gut. Aber gut. Kann ich mit diesem Erz noch irgendwas machen? Nein, denn ihr wart so fleißig und habt alles selber gebaut. Oh, das war die Krippe. Na dann nicht. Gut, so im Morgengrauen greifen wir an. Du musst Häufchen machen. Dann mach. Wer bist du und was machst du da? Okay, Kuh. Sie gestikuliert wild rum. Ja, dann mach doch ein Häufchen. Wo ist denn dein gottverdammtes Problem? Wir schauen mal ganz kurz in seine. Da, angreifen. Du greifst Erzfelsen an. Ja, wenn du meinst, dann verprügel Erzfelsen. Ist mir doch wurscht, was du verprügelst, solange du verprügelst. Haben wir noch was, was wir uns irgendwie jetzt fragen? Nein? Du bist ach so, glücklich. Feini, fein. So, dann wollen wir mal gucken. Hier, wir können auch so eine lustige Sache machen wie verbessere Moral, glaube ich. Ich habe immer keine Ahnung, was das für einen Effekt hat, aber dann geht die Kuh dahin, benimmt sich wie ein Sergeant. Und jetzt haben die Nahrung verbraucht. Und keine Ahnung. Also ich weiß nichts von dem Moralwert in dem Spiel. Deswegen ist das halt eventuell alles ein bisschen fragwürdig. So, und jetzt gehen wir mal los. Die Kuh bewegt sich, die Bogenschützen und die Nahkämpfer bewegen sich. Und dann nehmen wir hier erstmal die erste Stadt ein, die mitten auf dem Felde liegt. Die zu verteidigen wird dann natürlich ein kleinerer Akt. Aber an und für sich ganz praktisch, weil dann können wir uns mit den ganzen Armeen prügeln. Die allesamt hier zu vermöbeln könnte ein wenig zu viel werden. Das sind alles Nahkämpfer, Nahkämpfer. Na gut, die drei hier könnten wir locker besiegen. Bei den Fernkämpfern weiß ich schon nicht. Und die allesamt sind, glaube ich, zu viele, weil wir haben hier nicht ganz, was sind das, glaube ich, 70 Bogenschützen und auch so um die 70, 85 Schwertkämpfer. Wollen wir mal gucken. Wir nehmen die Kuh an die Frontlinie, die Bogenschützen dahin und die Nahkämpfer nehmen mal die Hütte an. Dann gucken wir mal, was die Wikinger machen. Wieso? Ich habe hier gerade die Wikinger, die Japaner. Und wir sind die Griechen. Ich habe hier gerade Herzchen aufblitzen sehen. Das heißt, sie haben sich verletzt beim gegen einen Felsenrennen. Verrückte Welt. So, gucken wir mal. Ja, du trittst schon mal gegens Haus. Das ist okay. Muss mal gucken, ob jetzt einer von denen hier zum Ärgern vorbeikommt. Ja, ich würde nämlich sagen, das tun die. Dann los, ran da an Speck. Vermöbeln. Das ist halt auch die Frage, ob sie denn auch stehen bleiben. Ja, tun sie. Gut. Dann dürft ihr unterstützen. Unsere Kuh kriegt es zwar eigentlich selber hin, aber ein bisschen Support aus der Fernkampfabteilung schadet ja nicht. So, sehr gut. Auch ihr Eine seid mächtige blöd und Bestie. prügelt euch mit der Kreatur. Und dann können unsere Bogenschützen den Rest erledigen. Und jetzt ist hier mal ein bisschen Kuh-Blitzwunde angesagt. Kommt leider zu spät, weil schon alle tot waren. Kuh wird stärker. Kuh nimmt Baum. Und jetzt wird erstmal schön mit Baum gedroschen. Bam! Seht ihr. Kleine Armeen vernichten. Gar kein Problem. Gut, jetzt warten wir einmal, bis wir dieses Land hier eingenommen haben. Das geht ja relativ schnell bei der Anzahl an Leuten. Der Grund, warum wir einmal warten, ist, dann kann ich da vorne nämlich Wunder wirken und unsere Kuh heilen und unterstützen. Das könnte nämlich verhältnismäßig schwierig werden, wenn wir gleich die Bogenschützen angreifen. Wir müssen hier uns definitiv noch um mehr Gebäude sorgen, weil wir unsere verslammten Griechen hier natürlich allesamt irgendwo unterbringen müssen. Jetzt herrscht uns langsam hier richtiges Nahrungsproblem in meinem Land.
weil die faule Bevölkerung auch einfach nicht auf den Feldern arbeitet. Tja, was machen wir da? Es ist natürlich irgendwo klar, wir machen den Menschenstaubsauger an. Der große, böse Menschenstaubsauger. Und ja, ups, das passiert, wenn man sich verklickt. Ja, das ist die Strafe dafür, dass ihr nicht genug Getreide gesammelt habt. Also, habe ich gesagt, ich habe mich verklickt. Ich habe natürlich gesagt, Gott ist böse und weil Gott böse ist, verprügelt er euch alle. Schreit nur. So, Veredler, Bauern, 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 Veredler, Bauern, Bauern, mehr Bauern. Sehr gut. Hier sind noch Leute ohne Job. Kommt mal ran hier. Bauern, 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 Bauern. Nahrung muss der Gott wieder selber machen hier. Macht der Gott ja auch. Aber dafür gibt es einmal Wasser auf den Kopf und zum anderen wirst du dafür geopfert. So, was da vorne los? Er sagte zurückerobern. Du erntest ein Feld, okay. Ja, er sagt nur zurückerobern, er macht es aber nicht. Jetzt heilen wir hier mal ganz kurz unsere Jungs. Das ist möglich, aber eigentlich auch unnötig. Jetzt können wir natürlich mal was richtig Gemeines machen. Jetzt können wir die da drüben mal mit einem Wunder attackieren. Auch so ein Schildwunder kann man werfen. Ich habe ja gesagt, das Ding, wenn es landet, macht das so eine Implosionsschockwelle. Aber die war leider zu weit von den Jungs entfernt und hat sich nicht gefährdet. Wenn ich mal ein bisschen besser werfe, ihr wisst, im Werfen bin ich der Beste, dann könnten wir jetzt mal ein paar fliegende Japaner sehen. Roms. Ja, das ist nicht allzu effektiv leider, weil die halt Fallschaden nehmen, aber dadurch nicht sterben. Klar, wir können so eine Formation auflösen. Richtig witzig wäre es, wenn ich ein Feuerwunder reinwerfe. Aber wir wollen ja auch was erleben, ne? Unsere Kuh attackiert, unsere Bogenschützen attackieren, unsere Schwertkämpfer attackieren. Wir wollen jetzt mal diesen Bogenschützen auf dem Hügel da oben zeigen, aus welchem Getreide, Holz und aus welcher Wut wir bösen Wikinger gemacht sind. Wir bösen Wikinger. Griechen sind wir, nicht Wikinger. Das ist auch heftig. Ich habe das jetzt noch nicht mal in meine eigenen Aufnahmen reingeguckt, wie häufig ich mich verspreche und das selber überhaupt nicht merke. Völlig verrückt. So, jetzt guckt mal auf die Lebensenergie. Bogenschützen sind richtig gemein, wenn es ums Vernichten von Kreaturen geht. Aber dank unserer Fernkampfunterstützung und der größeren Armee, die wir dahin geschleudert haben, gar kein Problem. So, jetzt versuche ich meine Kuh zu heilen. Wie ihr seht, das klappt schon mal gar nicht. Das klappt sehr gut. Zack, immer schön die eigenen Soldaten heilen. Und du zerstammst gleich einfach die nächste Armee. Ja, mach doch. Der Krieg geht weiter. Die Azteken zwingen uns, die Griechen. Habt ihr das gerade gesehen? Die Kuh ist einfach mit ihrem Arsch auf die Armee draufgesprungen. Ich finde das super. So muss das nämlich sein, wenn man böse ist. Dann wird nämlich auch ordentlich zerschrotet. Bäume werden zerstampft, Armeen werden vernichtet. Und jetzt sieht man das schöne Blitzwunder unserer Kreatur und dann ist Ende im Gelände. So. Du sollst sowas von feindliche Lagerhäuser zerstören. Unsere Bogenschützen nehmen diesmal ein, unsere Schwertkämpfer verteidigen, dann haben wir die nächste Stadt unter Kontrolle. Ja, was bringt uns das, diese Stadt unter Kontrolle zu haben? Nahezu gar nichts, weil hier gibt es auch schon keine Bewohner mehr. Die sind alle schon ausgezogen oder halt vom anderen Japaner irgendwie übernommen worden. Die haben keine Bäume in ihren Lagerhäusern, deswegen schmeißen wir da welche rein. Dann haben sie auch noch kein Erz in ihren Lagerhäusern. Das können wir, glaube ich, hier hinten mal... Liegt hier irgendwo noch ein Erzbrocken rum? Ja, da liegt noch ein Erzbrocken rum. Tun wir den einfach da rein in diese verlassene, aber doch eingenommene Stadt. Dann blinkt das wenigstens nicht mehr blöd rum. Gut. Dann ist natürlich klar, wir müssen das nächste Städtchen da auch noch einnehmen. Wir haben jetzt zwei Tore und das dritte Tor hätte ich ganz gerne verschlossen. Um das dritte Tor verschlossen zu halten. Oh, unser Orkan wird auch schon gebaut. Um das dritte Tor verschlossen zu halten, nehmen wir einmal die obligatorische Tor-Zuhälter-Armee. 5 Mann. Schaffen wir das? Oh, 105 Leute habe ich. Jetzt geht's aber steil hier. Dann stopfen wir nochmal 50 neue Bogenschützen rein und 50 neue Schwertkämpfer. Zumindest so ein Jahr hier 45. Zack. Und dann haben wir ordentlich Truppen. Der Rest von euch muss Bauern sein. Jetzt haben wir hier auch wenigstens wieder einen größeren Pool an Nahrung. Damit die Bauern nämlich auch dafür sorgen, dass genügend zu essen für unsere Krieger da ist. Hier wird noch eine neue Folterhöhle gebaut. Und hier auch. Vergesst nicht, dass ich euch alle hasse. Weil ihr wisst, wie sich das anfühlt, gehasst zu werden. Das fühlt sich zum einen so an. Foltertod. Und zum anderen Flugtod. Hui. Wo ist er? So mitten gegen das Eisenwerk geflogen. Und flieg. Bam. Auch tot. So ein Mist.
dass die das immer alle nicht schaffen. Und ein Mana-Opfer gibt es auch nochmal oben drauf. Jawohl. So. Es kommen auch keine verteidigenden Japaner-Armeen hier. Unser Volk wird angegriffen. Ist das so? Ah ja, da. Okay, doch. Ja, dann sehen wir mal ganz kurz, was das Feuerwunder mit einer Armee macht. Haben wir zwar schon mal gesehen, aber so sieht das aus. Hauptstadt ehrenhaft und entschlossen. Ja, ja, ehrenhaft und entschlossen. So. Da fällt mir ein, Tributmenü, was, ihr habt keine Nahrung? Warum nicht? Hier ist doch ein Feld, das Lagerhaus, ach so. Ja, ja, wahrscheinlich, weil nämlich dieses Dorf auch schon wieder verlassen ist. Ja, und da brauchen wir... Ja, Berge sind im Weg. Selbst Göttern sind Berge im Weg. Da müssen wir auch da wieder das Lagerhaus vollstopfen. Zumindest mit ein paar kleinen Sachen, dass die mich nicht nerven. Wie ich sehe, wird aber dieses Lagerhaus hier nicht als Lagerhaus akzeptiert, weil die Kreatur es kaputt gemacht hat. Kann ich drauf kommen? Kann ich es reparieren? Ja, jetzt habe ich es repariert. Jetzt ist zwar mein Erzfelsen weg. Ja, toll. Er ist einfach weg. Ganz prima. Oh, neuen holen. Erzfelsen. Das Lagerhaus stopfen, damit es mich nicht die ganze Zeit anblinkt. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Gut. So, was? Ich drehe durch. Was ist denn hier schon wieder? Das sind unsere Soldaten, du blöde Kuh. Du, wow, blöde Kuh. Warum bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen, dass man diese Beleidigung hervorragend auf unsere Kuh anwenden kann? Du dummes Miststück. Das ist böse gemeint, denn wir sind ein böser Gott. Du wirfst nicht meine Soldaten durch die Gegend, die sind teuer. Ist lieber mal eine Japanerin. So, hier da, du hast Hunger, nimm und verspeisen. Jetzt bist du satt, das ist gut. So, unsere Armeen sind fertig. Das heißt, die 3 muss hierher, die 4 muss hierher und die 5 muss hierher. Wow, das Mythenwunder, ist das Ding fertig geworden? Tatsache, es ist fertig geworden. Verrückte Welt. Da ist unser Orkanwunder. Es steht. Und es macht natürlich erstmal gar nichts. Warum macht es gar nichts? Ist das wie die... Ah, die Sirene ist auch schon fertig. Das ist das Sirenen-Mythenwunder. Und es produziert jetzt auch Mana. Schätzungsweise. Die Azteken befehlen uns, sie zu bekämpfen. Wie weit es aufgeladen ist, kann ich nicht sehen. Und jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Dieses Mythenwunder von ihm, das kann er eigentlich nur... Ich weiß es nicht, ob man das überall auslösen kann. Zumindest... Ja doch, man kann das immer außerhalb des gegnerischen Einflussbereichs auslösen. Das ist die Regel dahinter. So, jetzt erinnern wir uns mal ganz kurz, dass unser Mythenwunder ja noch gar kein Mana produziert. Was machen wir da? Es muss Mana produzieren und das geht am einfachsten, indem wir Leute nehmen. Ich ziehe jetzt hier mal ein paar Baumeister ab. Und hier gucke ich mal, was wir hier noch so an Leuten haben, die hier einfach so in unserem Land rumeiern. Wie viel haben wir da? 20. Also ich habe sonst immer so im Normalfall so um die 50 Leute da reingestopft. Ich habe jetzt schon 36 gefunden. Das geht doch ganz gut. Ja, hier genau 40, 45. Ich hätte ganz gerne die 50 Leute. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so viel Bevölkerung über habe hier. 53. So. Weil die müssen da nämlich auch wieder Ringelreihe rumrennen und die ganze Zeit für uns Mana produzieren. Also machen wir jetzt aus dem ganzen Haufen Leuten Gläubige. Wir halten einfach gedrückt. Das funktioniert von alleine. Bekehrte Gläubige. Jo, jo, jo. Und dann rennen die da nämlich rum. Jawohl, sie müssten mich hier so... Wie viel sind das hier? Anzahl der Gläubigen? Da läuft der Counter hoch. 30, 40, 46. Waren wahrscheinlich 47. Wahrscheinlich auch einige Kinder darunter. Die zählen dann nicht. Genau. Jetzt haben wir hier 47 Gläubige. Die rennen jetzt in den Ding rum und laden es auf. Wenn die es aufgeladen haben, dann wird das Ding Mana produzieren, beziehungsweise, ach Gott, es wird Mana produzieren, dadurch, dass die da drum rumrennen und dann können wir das Ding auch irgendwann einsetzen. So. Hier sind unsere Bogenschützen. Die schließen sich bitte mal unserer Bogenschützenarmee an. Verschmelzen. Und hier ist die 5 und die schließt sich bitte mal unserer Nahkampfarmee an. Und dann, genau, rennt hier drüben eine größere Armee rum. Die greifen wir gleich mal an. Wir müssen noch die zweite Stadt einnehmen. Was sind das? Das sind Schwertkämpfer. Das ist super. Schwertkämpfer sind nicht so gefährlich. Die Griechen breiten sich aus wie blutrote Blumen auf dem Schlachtfeld. Gott, war das poetisch. So, Kuh. Attacke, Bogenschützen. Gleich angreifen, nicht diskutieren. Und auch unsere Schwertkämpfer greifen an, nicht diskutieren. Wir lassen diesmal unsere Armee den arbeitenden Vortritt. Dann können die nämlich sich auch mal ein bisschen austoben. Was wirst du? Langsam müde? Oh ja. Das Tor ist schon zu, das heißt Verstärkung kann nicht anrücken. Und unsere Soldaten sollen natürlich auch mal ein bisschen kämpfen. Hier unten kann man nicht lang, das hier ist der einzige Aufweg. Und unsere Kuh darf sich dann aber einfach mal um die andere Armee da hinten kümmern.
Und dann ist jetzt hier erstmal ein bisschen Schlacht angesagt, so wie sich das gehört. Die Nahkämpfer in den Nahkampf, die Fernkämpfer in den Fernkampf. Bereite dich darauf vor, sie mit dem Ruf der Sirene einzulullen. Er hat nicht wirklich einlullen gesagt. Oh, fuck, 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 fuck. Ah! Jetzt kommt die Sirene hier genau in der Mitte. Lauft weg! Wenn das wäre, sie jetzt sehr ungünstig, weil dann würden nämlich beide Armeen sich nämlich jetzt dem Gegner anschließen. Die Sirene wird den Feind erzittern lassen. Seine Soldaten werden zu uns überlaufen. Na, ich hoffe mal, dass ich aus dem Einflussbereich des Wunders raus bin. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn der Mythenwunder aktiviert wird. Oh nein. Da ist die Sirene. Ja, was macht sie? Sie steht da und... Ja, wir können diese Sequenz auch... Oh nein, nein, wirklich alle? Alles nur, weil sich gewünscht wurde, dass ich diese scheiß Sirene nicht kaputt mache. Und dann verliere ich gerade über 200 Soldaten. Eine mächtige Bestie. Eingelullt. Bitte sagt mir, dass du nicht alle Soldaten geklaut hast. Tja, was so eine Sirene halt macht, ne? Tja, das war die Sirene und ihre Wirkung ist bis jetzt noch ungeklärt. Außer, dass jetzt hier irgendwelche Soldaten vor sich hin eiern. Meine Armee bewegt sich immer noch nicht. Kreatur macht Mauer kaputt. Würden die Azteken nicht über uns herrschen, hätten wir den Krieg längst beendet. Ja, krass. Wir haben keinen Zwist mit den Griechen. Ja, krass. Er hat alle in Zivilisten verwandelt. Aber jetzt ist halt die Frage, unsere Bürger oder seine Bürger? Also okay, also meine Armeen wurden jetzt aufgelöst durch ein Mythenwunder. Es ist schließlich ein Mythenwunder, ne? Das kann passieren. Ich bin natürlich nicht gerade glücklich darüber, aber jetzt ist natürlich für mich die allerwichtigste Frage, wem gehören die? Also sind das meine Leute oder seine Leute? Sind jetzt auch auf einmal alles Japaner und nicht mehr Griechen? Und die pilgern jetzt irgendwo hin. Wahrscheinlich in die nächste Stadt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade zwei riesengroße Armeen verloren habe. Ja, gar nicht mal so cool. Wir müssen eine neue Armee aufbauen, habe aber nicht mehr so viele Leute zu Hause. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Ja, nicht mehr so viele Leute zu Hause. Wir müssen also dementsprechend hier auch wieder unsere Bevölkerung aufstocken. Das kommt davon, wenn man sich angucken möchte, womit einem im Spiel geärgert werden kann. Ganz tolle Kiste. So, ja, ist Mist. Fand ich persönlich jetzt. Ist nicht so das, was ich mir gewünscht habe. Ja, wir müssen dann vielleicht mal gucken, dass wir hier auch wieder unter den Leuten, die wir hier noch rumflitzen haben, noch mehr Brüter wieder auf, wieder, ne, ausbilden, bekehren, zum göttlichen Zeichen bringen. Weiß der Geier. So, unsere Kitas sind aber immerhin teilweise noch voll. Das ist auch ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir echt nochmal gucken. Also wenn die Leute wenigstens wieder zurück zu mir kommen, beschwere ich mich ja nicht. Aber das scheinen sie zu tun. Ja, dann ist der Menschenstaubsauger angesagt. Aber es sind nicht alle hierher gekommen. Einige sind auch da drüben lang gelaufen. Das müssten ja echt über 100 Leute gewesen sein. Das waren zwei riesen Armeen. Ich bin sehr unglücklich, sehr böse darüber. Hier, 70 Mann habe ich jetzt schon gesammelt. Ist halt auch die Frage, sind das automatisch wieder Männer geworden oder Männer und Frauen? Weil Soldaten waren ja mal Kerle allesamt. Ist ja noch ein sehr sexistisches Spiel. Da rennen die anderen lang. Tja, ich vermag nicht zu sagen, wo die andere Armee hingegangen ist, weil die haben sich doch auch hier jetzt... Sie laufen verwirrt im Kreis herum? Ich weiß es nicht. Also, ihr seid auf alle Fälle jetzt wieder Bewohner dieser Stadt. Indem ich euch hier aufs Zentrum in der Mitte setze, seid ihr alle wieder Bewohner dieser Stadt. Das ist nicht so positiv, weil ihr halt alle mal Soldaten wart. Aber auch verkraftbar. Ist halt die Frage, ob ihr noch alt genug seid, um wieder Soldaten zu werden. Dann könnte ich ja damit leben.
alle Fälle boostet es halt gerade sehr stark die Bevölkerung meines Landes. Aber wie das halt immer so ist, ihr seid einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen. Gott ist sauer. Gott opfert euch. Macht Spaß. Habt ihr gelernt, ihr Idiotenvolk? Ja, wo ist der Rest von euch am Rumlaufen? Die rennen hier immer noch verwirrt rum. Ich will euch ja eigentlich auch gar nicht hier haben. Also, ich weiß ja auch nicht, was ihr vorhabt. Sind jetzt hier auch schon Leute angekommen? Nee, ich habe keine Ahnung. Das Tor ist offen. Ihr könntet wenigstens nach Hause, wenn ihr wolltet. So. Ja, ja. Heult rum, habt ihr euch verdient. Ihr habt eine Sirene euch manipulieren lassen. So. Kann ich jetzt... Ja, es hat wenigstens funktioniert. Ich habe wenigstens die Leute wieder gekriegt. Ja, hier los. Nochmal um die 60. Fahne will nicht. Fahne macht nicht mit. 50, 45, 50. Der Rest von euch Bogenschützen. 70, alles klar. Und natürlich ist auch die Erfahrung der Soldaten flöten gegangen. Von ihm sammelt sich jetzt hier wieder eine sehr große Armee. Krieg geht weiter. Es scheinen auch Soldaten, Leute zu ihm übergelaufen zu sein. Oh, sehr viele sogar. Der hat meine komplett, das sind gleich 70 Leute, hat er eingesagt. Ja, die Sirene, das habt ihr jetzt davon. Ich bin sehr unglücklich. Wir müssen das definitiv verhindern, dass das nochmal passiert. So. Nie wieder. Aus, du Maus. Das Ding wird jetzt bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Gegnerische Mythenwunder über sich ergehen lassen, dass ich sowas mitmache. Alles Zuschauerwünsche. Bin ich ja fürchterlich. Fürchterlich. So, schön, wie das hier runterbrennt. Das finde ich sehr angenehm. Fackel, Fackel, nieder. Und auch richtig schön bis nach ganz unten. Da sind mir jetzt die drei Bäume, die ich opfere, vollkommen egal. Und die Leute, die hier verbrennen, sind umso besser. Ihr wart mal meine Leute. Und aus Griechen wurden Japaner. Und dann wart ihr auch noch gegen mich. Wir können keine Freunde werden. Ja, los, geht näher ran ans Feuer. Es ist schön heiß. Ach, sie versuchen es zu löschen, ne? Ja, ja, da. Ich halte das gleich über euch rüber. Hier. Spürt die Hitze. So, wo ist Ende 7000 oder so, ne? Jawohl, kaputt. So, was machen wir noch kaputt? Hier, meine Kaserne von ihm. Auch mal schön anzünden. Vorausgesetzt, es brennt in meiner Hand überhaupt noch. Ich glaube nämlich nicht mehr, dass es noch brennt. Ne, hat aufgehört zu brennen. Dann, ja, fackeln wir mal noch eine Kaserne von ihm ab. Was habe ich jetzt genommen? Die Feuerkugel und sie rollt übers Feld. Na dann egal. So, wo ist ein Lagerhaus? Gehört natürlich auch mal hier Soldaten, die da brennen. Seht an, wie viel Armee der hier generiert hat. Das alles aus meinen Leuten. Das wird ja eine fürchterliche Schlacht werden, die alle zu besiegen. Und das ist gut, weil Schlacht ist böse. Also das ist gut. Ja, das ist drastisch, gemein. Umso besser. So, auch diese Kaserne wird mal ein bisschen angekokelt. Die sinkt aber verhältnismäßig gar nicht. Gar nicht. Sie benötigt zwar Dinge zur Reparatur, aber wird nicht kleiner. Da steht auch noch dahinter, rechts dahinter steht auch noch so ein Sockel, als ob er da eine Mauer bauen wollte. Ah doch, jetzt hier da, der das Türmchen sinkt. Keine Lieder, sondern es wird kleiner. Und das Dach geht kaputt. Sehr gut. So. Fernkämpfer kann er in einer kaputten Kaserne nicht aus. Gedingsen hier und so weiter und so fort. Und... Jetzt ist hier auch schon wieder vorbei, so wie sich das zumindest in meiner Hand anfühlt. So, Bäume, die noch brennen, wieder in die Erde stecken. Und mal ein bisschen Wasser drauf werfen. So, was sagt denn jetzt das Feld meiner neuen Armeen? Wir haben Nahkämpfer dahin, verbinden, verschmelzen. Und ihr seid jetzt die 4 und nicht mehr die 1. Und bei der 1 der 9, also die Bogenschützen... Ah ja, die sind jetzt auch fertig. Es sind zwar nicht mehr so viele Leute wie vorher. Es sollte aber reichen, um hier hinten jetzt mal die Stadt einzunehmen. Wie machen wir das? Die 1 ist die Bogenschützen, die rennen hier hin. Und die 4, das ist unsere neue Nahkämpferarmee, die erobert die Stadt. Und wir werden jetzt während dieser Zeit hier hinten mal eine Quest anfangen. Müssen wir ja natürlich auch noch mal ein bisschen machen. Hier, spannende Sachen. Meine arme Dolly, du siehst nicht gut aus. Was ist denn nur mit dir? Gute Frage. Wir müssen ein Schaf
Meine Güte, das schafft es nicht krank. Die Neugeborenen retten. Junge, fangt die Lämmer ein, sonst verletzen sie sich. Tja, dazu ein paar leckere Bratkartoffeln. Das, was er sagt. Ja, wir sind Geburtshelfer oder Geburtsauffänger. Er tobt sich da noch aus über die Genüsslichkeit und das ist die Quest. Noch eins. Wir fangen Lämmer aus der Luft. Ne? Es heißt ja auch beim, wenn Tiere was auf die Welt bringen, heißt es ja auch Wurf oder Werfen. Ne? Das ist jetzt hier der Wurf des Lamms. Ne? Daher kommt der Begriff vom Werfen. Ne? Und unsere Aufgabe ist es jetzt hier zu stehen. Oben steht da Geburtshelfer, Achtung, gefangene Lämmer 3. Und wir fangen die jetzt einfach auf und setzen sie auf die Wiese. Und was anderes ist diese Quest nicht. Das ist so richtig kreativ überlegt. Auch der Praktikant durfte mal mitsprechen und sagen, ja, ich finde aber Schafe ganz toll. Naja, wie auch immer. Also wir können hier wieder rein und rauszoomen. Ich kann hier auch einfach gerade nichts machen und muss diese Schafe fangen. Krieg am Ende aber 40.000 Tribut dafür. Total Elite. Genau. Und jetzt sind wir schon bei 8 und ich glaube, wir müssen auf über 20. Und vorher kommen wir hier auch nicht raus. Und wenn wir in der Zwischenzeit angegriffen werden, kann ich mich nicht darum kümmern. Weil ich, wie gesagt, aus dieser Quest jetzt hier nicht herauskomme. Ich kann machen, was ich will. Wohl überlegt. Noch eins. Jetzt haben wir schon 9 Schafe gerettet. 10 Lämmer. Entschuldigung, Schafe. Lämmer. Die Dinger, die gegessen werden können. Tiere halt. Das ist eine sehr interessante Rollgeburt hier gerade zu sehen, wenn man zu flach wirft. Ne? Ja, auch die Animation im Hintergrund ist sehr super. Der Dude schwenkt die Arme über den Kopf, das Schaf wackelt ganz fürchterlich. Ah ja, das ist jetzt nächste Wurfgeburt hier. Schleudergeburt. 15 Schafe sind schon da. 3 gucken zu. Ist auch toll. Gleich ist es soweit. Dass die kleinen Lämmer aber auch sofort einfach grasen, das gehört ja auch zur Turbo-Entwicklung dazu. Ne? Also gesäugt werden, völlig unnötig. Instant auf die Wiese. Gut, wenn Gott dich berührt, kann das schon mal. Hoppala, den haben wir nicht gefangen. Naja, soll vorkommen. Der landet wahrscheinlich direkt in der Pfanne bei den Bratkartoffeln. Hehe. Da kommt noch eins. Die Dialoge sind auch sehr abwechslungsreich, muss ich gerade sagen. 21. Ich kann jetzt hier aber auch mit meiner bösen Hand aus der Wiese eine Lava-Wüste machen. Da kommt es. Oh, die Sonne geht gerade unter, wie ich merke. Selbst in der Sonne kann ich gerade nicht rumspielen. Diese Quest ist ja fürchterlich spieleinschränkend. 24 Lämmer. Gleich ist es soweit. So, es reicht jetzt. Wir können aufhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin unglaublich euphorisch, motiviert und jawohl, Quest geschafft. Hoffentlich. Oh, meine Dolly. Jetzt geht's dir wieder gut. Und wir haben neue Spielkameraden. Geschafft, Herr. Gut gemacht. Tja, jetzt geht's ihr wieder gut, nachdem sie 23, 24 Linge bekommen hat. Wunderbar. Zack, wir haben was bekommen. Unsere Armies sind wir auf müssen dem ihren Vormarsch da aufhalten. Zack. Super. Und unsere Verteidigung organisieren. Ja, ja. So, organisier du mal. Wir nehmen die Stadt ein. Er baut die Sirenen auch schon wieder auf. Diese Griechen haben uns Wahnsinn. Getan. Wahnsinn. Die befehlen uns, sie zu bekämpfen. Wie er mir auf den Keks geht. Ich verbrenne sein ganzes Land. Sein ganzes Land. Ich will diese scheiß Sirene nicht nochmal erleben. Sie hat mich so viele Soldaten gekostet. Nieder mit dem Ding. Diese Schlacht wird fürchterlich. Also wenn ich da Soldaten reinschicke, muss ich bestimmt über 400 Mann da reinschicken, um die alle hier zu besiegen, die ganzen Armeen. Vor allem, ich hatte das schon mal gespielt gehabt in vergangener Zeit und da war irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob einfach so viele Leute hat. Er konnte auf alle Fälle Leute produzieren und produzieren und produzieren und während ich in seinem Land stand, sind auf einmal immer wieder so 30, 40 Mann Armeen gespawnt. Das ist sehr unhöflich. So, vielleicht hat er auch irgendwann einfach keine Rohstoffe mehr. Das wäre auch so schön. Ich zünde jetzt dieses Wohngebäude an. Aus Niedertracht. Der Tracht. Oh, mein Baum brennt nicht mehr. Oh, wie viele Leute er hat. Die kann er alle in Soldaten verwandeln, weil die Leute gehörten mal mir. Wir können gucken, ob wir sie mit dem Orkan vernichten können. Unser Orkan lädt sich auf. Da, wir haben schon fast die Hälfte. Müssen wir halt nur gucken. Das Problem ist nämlich, wenn wir dieses Orkanwunder auf ihn loslassen,
Das zerstört seine Stadt. Und wenn sich seine Stadt verkleinert, sinkt auch der Eindruck in seiner Stadt. Und wenn der irgendwann zu niedrig wird, dann schließt sich halt seine Stadt mir auf einmal an. Weil sie halt einfach keinen Eindruck mehr bringt. Und dann habe ich halt das Problem, dass ich halt nicht böse gewonnen habe. Das wollen wir ja nicht, ne? So, meine Kreatur stand die ganze Zeit angeleint in der Ecke. Ich habe dich total vernachlässigt. Das tut mir auch richtig leid, Kleiner. Du hast sehr viel Hunger. Zurück. Wir müssen unsere Hauptstadt mit unserem Leben verteidigen. So, du darfst jetzt mal diesen Dorfbewohner essen. Und dann ist gut. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir bereiten uns auf den Krieg vor. Also die 1, die darf dahin. Und die 4, die darf dahin. Dann gehen nämlich die Tore zu. Und dann passiert nichts. Meine Kreatur hat wieder ihren freien Willen und darf machen, was sie will. Wir lassen natürlich dann den Orkan nochmal ordentlich auf ihn los. Und dann ist ganz gut. So, wie sieht es denn hier zu Hause aus? Haben wir Bevölkerungsanstieg? Schwer zu sagen. Wir hätten ganz gerne nochmal ein paar neue Brüter. Dann nehmen wir mal ein paar Leute aus dieser Ecke hier. Hier sind auch nochmal ein paar Leute drin. Ihr werdet alle Brüter. Und ihr fliegt. Na, du einer fliegst. Und Landung. Roms, 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 roms. Tot. Ach, sehr ärgerlich. Und du hast zugeguckt, deswegen wirst du geopfert. Und du auch. So, was ist mit euch? Ihr seid meine Tempeljünger. Zu wenig. Gläubiger. Ah ja, die Kreatur macht Rumba-Zumba und will die Mauer zertreten. Das, naja, stärkt natürlich auch irgendwo ihre Muskeln. Aber es wäre schön, wenn du die erstmal zulassen würdest, die Mauer. Weil dann kommen seine Soldaten nicht raus. Verstehst du? Ja, okay. Ihre Kreatur hat unsere Mauer durchbrochen. So viel zu dem Thema. Geh mal dahin. Du darfst hier in dieser Stadt ein bisschen rumtoben. Ich baue dir da, glaube ich, mal ein Gehege. So. Bewohner haben wir da nur keine mehr in der Stadt. Oder vielleicht doch ein paar. Was ist hier los? Meine Maus backt ganz fürchterlich. Ganz fürchterlich. Ich brauche mehr Holz. 3000. 3,6. Das Ding kostet nämlich 3000. Jetzt habe ich 3,6 in der Hand. Jetzt kann ich mal eine Übersicht bekommen, wie hoch der Malus ist bei göttliches Werk. 3600 hatten wir in der Hand. 3000 kostet. Schaffen wir es? Wir schaffen es nicht. Es ist echt richtig viel, was das Bauen mit Gottes Hand an Rohstoffe kostet. Du bist außer Atem. Das ist okay. Noch mehr Eindruck. Hier, geh mal eine Runde in dein neues Zuhause und spiel hier unten ein bisschen rum. Aber wenigstens sind seine Armeen ziemlich... Würden die Azteken nicht über uns herrschen, hätten wir den Krieg längst beendet. Wir haben keinen Zwist mit den Griechen. Das Problem ist übrigens auch, der Orkan ist ja ein Wirbelsturm. Und der Wirbelsturm ist so ein ganz bisschen bodenabhängig. Das heißt, der läuft nur von oben nach unten. Das heißt, wie ihr seht, seine Stadt liegt ja auf einem Hügel. Was gleichbedeutend ist mit, ich kann den Orkan nicht so in sein Land schmeißen, dass der jetzt... Wenn ich ihn jetzt hier auslösen würde oder auch hier unten auslösen würde, dann würde der hier diese Hügelkante nicht hochkommen. Das heißt, der würde dann wahrscheinlich einfach nur hier runterflitzen und würde dann hier den Wald verwüsten oder sowas. Müssen wir mal gucken, wo wir den geschickt positionieren. Also am schlauesten wäre es natürlich, den hier oben rauf zu schmeißen. Dann würde der sich nämlich hier runterfräsen und einmal durch die ganze Armee und dann wären alle hin. Aber ich schätze mal, dass wenn ich das mache, dass dann halt sich auch automatisch seine ganze Stadt mir anschließt. Oh, mal sehen. Mal sehen. Ob wir das gute Ende akzeptieren oder nicht. Ja, hier hinten ist noch ein Quest. Den würde ich aber ganz gerne machen, wenn, wenn wir eigentlich schon alles durch haben. Oder zumindest bei Tage. Hier müssen wir nämlich Folgendes machen. Ach, wir machen den einfach. Was erzähle ich denn? Unsere Bevölkerung muss wachsen. Und in der Zwischenzeit können wir halt, wie viele Leute haben wir hier? 60. Und nochmal 60 zur Verfügung. Das ist doch auch okay. Dann bilden wir noch 260 Leute Armeen aus. Und dann in der Zwischenzeit, während die ausgebildet werden und unser Orkan, der ist auch bald fertig, dann machen wir einfach noch das Level mit dem Spion, heißt das, glaube ich. Das Ganze natürlich bei Tagessicht, damit wir ein bisschen mehr was sehen können. Wie das funktioniert, wird uns gleich erklärt. Es ist eine ganz witzige Quest. Ist noch ein bisschen unterhaltsam. Und wir kriegen auch nochmal eine Menge Tribut, wenn wir sie schaffen. So, erzähle mir. Da ist ein Typ, der will wohin. Schau mal bloß. Der Spion muss durch den Wald. Er läuft schnurstracks in einen Hinterhalt. Wenn du die Schilder umdrehst, kommt er vielleicht sicher ans Ziel. Diese dämlichen Räuber folgen auch nur den Schildern. Wir können sie also in die Irre führen und dem Spion das Leben retten.
Ihr wisst also automatisch, was passiert. Da ist unser Spion. Der muss diese Kartenfragmente einsammeln und darf dabei nicht von einem Räuber gefressen werden. Dafür müssen wir die Schilder umdrehen. Das ist ganz leicht. Wir klicken die Schilder einfach mit der Hand an. Ne? Er ist ein bisschen langsam am Latschen und wir müssen immer gucken, wo die Räuber sind. Da ist einer. Da ist unser Spion. Der darf nicht mit einem Räuber in Berührung kommen. So, und euch schicken wir jetzt mal alle brav auf Reisen. Ihr sollt nämlich alle weg. Wo ist die nächste Karte? Müssen wir gleich mal gucken. Sehr gut. Das ist die erste Information. Er hat die erste Information. Die Schwierigkeit im ganzen System ist natürlich auch noch, dass die Schilder sich von alleine drehen. Das ist richtig behindert, aus meiner persönlichen Sicht, weil ich finde das mega unfair, dass so ein Schild sich einfach verdreht, ne? Weil so können die halt ziemlich random einfach auf uns zulatschen. Die haben wir jetzt erstmal weggeschickt und unser Spion ist erstmal auf dem Rückweg. Da ist ein Räuber am Latschen. Da ist die nächste Karte, da müssen wir hin. Hier ist er. Da ist ein Räuber, aber der wird weggeschickt. Ich würde jetzt ganz gerne genau, dass du da lang gehst und dann musst du da lang. Auch das ist jetzt noch keine Gewissheit, dass das funktioniert. Wie gesagt, diese blöden Schilder drehen sich ja von selbst. Da hinten müssen wir nachher auch noch hin. So, hier ist jetzt aber erstmal alles grün. Der Typ ist auf Kurs und das ist auch gut so. Und die Räuber sind erstmal alle relativ weit weg. So, da ist ein Räuber. Da sind Räuber. Die werden alle dahin geschickt. Schicken wir euch mal auf eine etwas längere Reise in die Richtung. Genau, schön dahin. Dann, so, er geht jetzt bitte einmal ums Dreieck. Nein, wir gehen einmal dahin und dann dahin. Dann hat er nämlich gleich die Karte. Da hinten ist auch noch ein Räuber, der muss hier auch noch raus. So, er wird schon wieder zurückgeschickt, weil die Schilder natürlich meinen, sich drehen zu müssen. Das ist alles Banane. So, hier wäre das mir am liebsten, ne? Also, dass die Schilder sich selber drehen, hat natürlich auch irgendwo einen Grund, weil so kann man die nicht einfach allesamt in so einer Endlosschleife sammeln und hat dann seine Ruhe. Er hat die zweite Information gefunden. Ihr habt neue Informationen erhalten. Jetzt schicke ich ihn auf die Reise nach da, dann holen wir uns die Karte und dann da oben die Karte. So, hier ist aber auch schon wieder ein Räuber am Latschen, da ist noch ein Räuber am Latschen. Euch hätte ich ja ganz gerne jetzt in der hinteren linken Ecke. Dann müssen wir mal gucken, wie wir euch da wegkriegen. Dahin bitte. Und du auch. So, wo ist unser Spion? Er ist auf dem vernünftigen Wege, das ist gut. So, Räuber geht dahin, Räuber geht dahin. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So, gut, du bist weggeschickt und auch durch das Schild weggeschickt. Und du wirst langsam auch mal warten, ob es sich nicht noch dreht. Nein, du wirst auch weggeschickt. Gut, so. Ihr werdet da von dem Schild, das sind jetzt hier schon drei auf einmal. So ein bisschen scheint das doch zu funktionieren, dass die sich alle aufhängen. Praktisch. Unser Dude, den man auch nicht beschleunigen kann und auch nicht anfassen kann. Man kann hier in dieser Welt nicht intervenieren, außer so ein bisschen Wind in den Bäumen zu machen. Ja, müssen wir jetzt einfach langklatschen lassen. Warum ist denn hier schon wieder einer? Das will ich nicht. Geh zurück und folge dem Schild nach da hinten. Genau. Ja, der Kerl ist nicht hier. Und die Schilder drehen sich schon wieder. Haha, alle in der Endlosschleife. Aha, so, kein Räuber zu sehen. Oh doch, da ist ein Räuber. Hä? Wo kommt er denn her? Nee, das ist mein Spion. Ach, oh. Stupid guy. Geht hin und einfach wieder zurück. Super, die Geschichte eines Spions. So, jetzt haben wir hier hin einen kleinen Pulk an Leuten auf uns zurennen. Das finde ich nicht so schön. Verfolgt werden ist auch immer nicht gut. Geht mal bitte wieder zurück. Genau. Nein. Genau. So, wehe, dieses Schild dreht sich jetzt. Kein Räuber zu sehen. Wette mit euch, das dreht sich in dem Moment, wo er draufsteht. Das passiert nämlich auch ganz häufig. Bei dieser Quest könnte man theoretisch raus und was anderes machen, aber ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir sie halt nicht schaffen. So, bitte sammle Karte Nummer 3 ein und danach gehen wir hoch und sammeln Karte Nummer 4 ein. Ihr habt neue Informationen erhalten. So, jetzt muss ich hier drin aufpassen, dass der Typ nicht sich selbst in eine Endlosschleife schickt. Hier sind drei Räuber, die bitte wieder zurückgeschickt werden. Alle anderen sind irgendwo hier hinten in der Kante am Latschen. Also da, wo sie uns nicht gefährlich werden. Gut.
Er ist auf Kurs. Da lang, da lang, da lang. Und wir haben gewonnen. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch diese drei Typen wieder wegkriegen. Die auch so schön auf einem Haufen laufen. Das macht es auch sehr leicht, ne? Wenn sie in alle unterschiedliche Wege gehen würden, wäre es schwieriger, sie wegzulotsen. Aber so sind sie wunderbar weit weg und gefährden uns nicht. Unser Spion ist inzwischen da oben angekommen. Deswegen, ich spiele sowas immer, diese Quest ganz gerne gespielt, wenn man das Land schon erobert hat, dann kann man nämlich vorher alle Bäume ausreißen. Ja, und jetzt geht er da drauf zu und sollte mit dem Finden dieser Karte es geschafft haben. Und wir haben dann die Quest geschafft und werden belohnt. Ausgezeichnet. Ihr habt jetzt alle nötigen Informationen. Cutscene. Du hast eine tolle Karte gefunden. Wie schön. Mir bringt das übrigens leider gar nichts. Ich habe immer als Kind gehofft, dass da irgendwo jetzt ein Schatz auftaucht, den ich dann als Gott selber dann finden kann. Aber das ist leider überhaupt nicht so. Er findet jetzt einfach seine Karte, geht seiner Wege. Und das war's. Gut gemacht. Er ist in Sicherheit. Wo er wohl mit dieser Karte hin will? Ja. Was kümmert es uns? Wir haben unseren Tribut. Ich will aber wissen, welchen Schatz er findet. Naja, egal. Unser Schatz, den wir kriegen, ist erstmal wieder 40.000. Jawollo, 40.000. So, wir haben jetzt hier die 5 und die 2, die auch mal sich langsam an die Front bewegen können. Die 5 ist eine Nahkämpferarmee. Oh, das war falsch. Bewegen. Oh nein. Jetzt habe ich sie verbunden. Das ist was sehr Blödes. Dann folgen die einfach beiden denselben Befehlen, aber es sind immer noch zwei Armeen. Das ist das, bevor ich das mit dem Verschmelzen gelernt habe, was auch erst in jüngerer Zeit passiert ist, war, habe ich immer nur verbunden und das ist ganz fürchterlich. So, ihr geht dahin und verschmelzt. Ich hoffe, ich kann diese Verbindung wieder auflösen. Ich glaube aber ja. Und zwar, indem ich deren Fahne nehme und gedrückt lasse. Nein. Ja, toll. Kann man eure Verbindung selbst folgen? Ja, was ist folgen für ein Befehl? Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich was Tolles gelinkaged, was ich gar nicht will. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wenn die erstmal nebeneinander stehen, schaffen wir das vielleicht. Und dann, ja, würde ich sagen, wir sammeln jetzt hier unsere Leute zusammen. Und wenn die alle zusammenstehen, dann werden wir diese Folge beenden. Was macht unsere Kreatur? Unsere Kreatur gambelt darum. Was machst du da? Du bist okay. Ich wollte dir eigentlich keinen Kinnhaken verpassen, aber schon in Ordnung. Du bist ganz glücklich. Du musst auch noch sehr viel mitkämpfen, wenn es erstmal soweit ist. Ja, baut er sein blödes Wunder schon wieder auf? Er baut es schon wieder auf. Aber wir können ja jetzt den bösen Gott spielen und uns hier oben mal in dieses sehr windige Areal unseres Landes setzen und das mal Feuer auf unsere Feinde regnen lassen. Naja, fast. Leider ist es auch limitiert, wie weit wir diese Wunder werfen können. Und wir können die Mauern leider nicht abfackeln. Deswegen kann ich keinen allzu großen Schaden machen. Blitz werfen wäre ganz praktisch. Ich habe ja noch ganz viel Geld. Dann kaufe ich mir doch mal mein Blitzwunder. Und die Kreatur kriegt ihr Heilungswunder, damit unsere Kreatur auch Leute heilen kann. So, was wollten wir noch? Kreatur Wasserwunder brauchen wir nicht. Kreatur Feuerwunder, das kriegt die Kreatur auch. Und zack, haben wir schon kein Geld mehr. So schnell kann es gehen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht mit so einem ollen Blitzwunder ein bisschen Schaden anrichten können. Wir nehmen uns ein Blitzwunder. Das ist halt eine Kugel, die Strom erzeugt, wenn sie auftaucht. Und das Tolle ist, die macht sowas. Die jumpt. Und jeden, den sie berührt, den grillt sie. Das heißt, damit haben wir jetzt wenigstens mal ein paar Leute umbringen können. Es ist eine sehr mühselige Art, die Armee des Gegners schrumpfen zu lassen, aber eine, die funktioniert. Möge der Zorn der Blitze euch treffen. So, jetzt schon wieder. Ach, Kreatur hat Holz gesammelt. Wie ihr da sehen kann, das Ding kann auch, die Blitze können auch Feuer verursachen. Jetzt haben sie die Bäume angezündet. Und auch sein blödes Sirenenwunder schon wieder. Boing. Ups.
Boing. Boing. Bis in den Wald hier vorne. Ah, ein Traum. Aber so haben wir wenigstens mal ein bisschen Verwüstung ins Land gebracht hier. Da sind doch verhältnismäßig viele Soldaten umgefallen. Das ist verhältnismäßig sehr gut. So, hier haben wir jetzt das Chaos. Kriege ich es hin, euch wieder voneinander zu trennen? Mauern. Wir entscheiden selbst, wann es Zeit ist zu kämpfen. Tja. Wie kann ich eure Verbindung jetzt aufheben? Kann ich nämlich irgendwie nicht. Was ist, wenn ich das hier drüben hinklicke? Verbinden? Auf gar keinen Fall. Nein, 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 ich will nicht verbinden. Ah, einigermaßen geschafft. Verbindung trennen, ja. Da. Ja, haben wir es jetzt geschafft? Nee, haben wir nicht geschafft. Ah, Verbindung trennen. Man muss einfach weg von der Armee klicken. Ah. Ja, da muss man doch erstmal drauf kommen. Zack, verschmelzen. Riesenarmee. 155 Mann und unsere Kuh ist auch schon da. Ach, wisst ihr was? Dann beenden wir das jetzt mal mit einem Knall. Und zwar führe ich jetzt alles, was ich habe, in die Schlacht. Die 4 und die 1, während unsere Kuh hier jetzt erstmal alle Ruhe die Tür auftritt. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich weiß auch nicht, ob die... Ja, normalerweise war die Animation von ich mache Mauer kaputt immer eine andere. Also in Form von... Ah! Was ist hier los? Da fliegen schon Pfeile. Aber er kann mir nichts tun, weil er trifft nur seine eigene Mauer. Kann ich was tun? Nein, ich bin voll außer Reichweite. Ich könnte noch 3 Blitze werfen und hoffen, dass ich sie irgendwie kaputt kriege. Ja, ich werfe mal noch 3 Blitze. 1, 2, 3. Aber der erste hat schon verkackt. Und der zweite nicht, der dritte auch nicht. Aber ich habe hier die Armee nicht... Doch, jetzt! Wenigstens ein paar Leute gegrillt. Und jetzt wird im Dunkeln wird hier noch ordentlich Krieg geführt. Wenn denn irgendwann mal diese blöde Tür auffliegt. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie gut wir uns gegen diesen ganzen Haufen Krieger da hinten noch... Jetzt ist die Tür offen. Jetzt greifen wir mal sofort die Bogenschützen an. Und 4 und... Los, Kuh, verprügle sie. Wie wär's mal mit einem Blitzwunder, bevor die alle meine Leute erschießen, hä? Hast du Bock? Nein, hast du nicht Bock. Na, hast du schon ein bisschen Bock, okay. Krieg und Blitze sind super. Das Gute ist, die machen keinen Team-Damage. Also der tötet damit nur die gegnerischen Leute. So, kann ich dir befehlen, die zu heilen? Nein. Ich weiß nicht, kämpft ihr hier noch? Ich sehe es nicht. Ich sehe nur Getrubel. Nee. Dann 4, ihr wart die Nahkämpfer, ne? Aber gucken wir doch mal, wie viele japanische Armeen wir jetzt hier zerschlagen können. Mit unserem großen die Trupp Kreatur der Griechen. Mir Sorge. Ja, hoffentlich. Guck mal. Verteidig die Stadt! Ich hoffe, dass du jetzt hier noch viel mehr Sorge hast, weil ich dich jetzt vermöble. Ah, unsere Kreatur feuert? Jawohl! Ein Feuerwunder, das natürlich automatisch auf die Richtung anpasst. So, die Nahkämpfer als Schild, die Fernkämpfer dahinter. Mehr Kriegsführung ist einfach nicht möglich. Aber natürlich preschen hier auch einige von den Nahkämpfern inzwischen in unsere Bogenschützen rein. Aber wir haben es ganz gut geschafft. Ich habe doch offensichtlich sehr gute, böse Kriegsführung. Oh, das ist ja mal eine schöne Formation. Das habt ihr ordentlich gemacht. Gefällt mir. Gut. Ja, dann. Wir sind durchgebrochen. Was soll's? Was soll's? Ich sag, was soll's? Wir vernichten jetzt alles und nehmen dann das Land ein. Kreatur, hier sind noch Soldaten. Bitte vernichten. Wir nehmen jetzt ein. Jetzt ist hier vorbei. Böse. Schlacht, Krieg, Vernichtung, alles. Unsere Fernkämpfer übernehmen hier ganz gut ihren Job und vernichten alles, was sich von den Japanern irgendwie bewegt. So, hier hinten ist auch noch eine japanische Armee, die wird schön vernichtet. Die Kreatur kämpft auch sehr fleißig und blitzt jetzt erstmal alles weg. Naja, zumindest sehr vieles und der Rest wird weggebaucht oder weggeäutert. Sagen wir weggeäutert. Na, wegäutern muss aber noch ein bisschen stärker werden, was? Sehr gut. So. Hat er, haben wir, hat er? Gut. Wir können
die Gebäude auch angreifen mit den Nahkämpfern und so verhindern, dass noch mehr Soldaten entstehen, glaube ich. Und deswegen, du euterst hier mal den letzten Soldaten weg. Nein, du blitzdingst ihn weg. Das ist super. Und dann vernichtest du mal diese Kaserne. Sehr gut, die haben die Kaserne eingeebnet. Hier ebnet bitte die nächste Kaserne ein, damit nicht hier auf einmal irgendwelche neuen Soldaten entstehen und uns ärgern können, weil Bevölkerung hat dieses Land ja noch mehr als genug. Wir wollten natürlich noch den Orkan sehen. Machen wir das alles in eins? Ich würde sagen, wir machen das alles in eins. Jetzt ist hier richtig Trubel angesagt. Natürlich kann das Ding uns selber ganz gut auch Schaden machen. Wir greifen eine Art Zauberkugel, wie das immer so ist, und lösen dann einfach mal hier den Orkan aus, während wir das Land einnehmen. Vielleicht verkacke ich jetzt auch, indem ich meine eigene Armee wegwirbelstürme. Aber das kann passieren. Und da, Mythenwunder geht los. Das von euch gewünschte Orkanwunder. Von den inzwischen sehr grimmig reinschauenden Griechen. Ja, tolle Animation. Und jetzt geht's los. Und da ist der Wirbelsturm. Und der Wirbelsturm fährt jetzt übers Land. Und da, wo er lang fährt, zerstört er alles. Die Gebäude, das Lagerhaus, diese Gebäude. Und vernichtet alles auf seinem Weg. Ein Wirbelsturm halt. Und der Staub saugt doch das ganze Land ganz gut weg. Er fährt doch ein wenig bergauf. Hätte ich nicht gedacht, dass er es schafft. Und hört dann wieder auf. Und dann regnet es Steine. Das klatscht natürlich auch ein bisschen auf meine Armee runter. Aber es geht. Könnt ihr das Ding auch noch erobern? Ja, könnt ihr. Wir beschleunigen den ganzen Prozess mal. Ja, das passiert, wenn ein Wirbelsturm in eine feindliche Stadt donnert. Zum Glück wollen die sich uns immer noch nicht anschließen, weil wir immer noch 6000 Eindruck benötigen. Ja, hier ist jetzt richtig Panik angesagt. Das ist auch gut so. Von der Bevölkerung hat auch nicht wirklich viel überlebt. Die sind alle ganz gut weggesaugt worden. Ja, und das macht ein Wirbelsturm. Inzwischen sind beide Armeen damit... Nein, sind sie nicht. Wollt ihr nicht erobern? Oder ihr könnt glaube ich, nicht erobern, oder? Nee, ihr könnt nicht erobern. Es kann immer nur eine Armee einen erobern. Kuh, ist jetzt wieder meine Soldaten hier rumärgerst. Lass das. Was war das gerade für eine Frage? Manchmal... Ja, du sollst unbedingt heilen. Auch wenn das eigentlich gut ist, aber tu unseren Soldaten mal den Gefallen und heil die mal. Ja, dann haben wir doch heute eine etwas längere Folge generiert. Aber wenigstens auch alles geschafft. Beide Quests gemacht. Ach, guck mal, hier ist noch meine kleine Mini-Armee. Die Zuhälter-Armee. Kommt ran, Jungs. Das Tor ist offen. Kuh darf sich austoben. Kuh darf Mauern verprügeln, was auch sehr schnell geht inzwischen. Kuh muss sehr stark geworden sein. Ich mache wohl einiges richtig. Ja, in unserem Land haben wir auch nicht mehr so viel gemacht, außer natürlich wie immer Krippen, Gebäude, viel Nahrung und wie ihr seht, es reicht nicht so wirklich, doch wir haben noch ein Lagerhaus voll. Sie wünschen sich inzwischen mehr Soldatenhütten. Weiß der Kuckuck warum? Ja, können wir auch nochmal hier hinsetzen, da nicht, dass das Ding hier fertig werden würde oder das, was sie eh bräuchten, aber egal. Unser Orkan hat funktioniert. Das ist auch etwas, was ich ein bisschen buggy finde hier. Der Einflussbereich der einen Stadt überlappt den des anderen, weil Fusionieren wohl nicht drin war. Hier passieren Dinge. Keine Ahnung, was hier passiert. Ach, hier, da ist es. Da taucht schon wieder so eine Armee auf. Das ist das, was ich meinte. Da war gerade kurzfristig eine Japano-Armee. Und das ist total weird, dass diese Japano-Armeen immer irgendwie entstehen, ne? So, da ist schon wieder eine Japano-Armee. Wie? Sag, wie? Was soll das? Aber wir haben genug Soldaten, die kriegen das locker kompensiert. Unsere Bogenschützen nehmen das Ding ein. Unsere Nahkämpfer verprügeln hier die Japaner nach Strich und Faden. Ich finde es halt einfach nur albern, dass er halt einfach irgendwie Spawn-Armeen zaubern kann. Aber wir haben unsere Kreatur vor Ort und wir haben mehr als genug Leute. Was ist das jetzt? Heilung? Ich glaube, das ist Heilung. Naja, Kuh heilt sich selbst und Kuh heilt Soldaten. Und der letzte Soldat, der Japaner, wird geblitzdingst. Und gleich haben wir es hier auch. Der Balken ist gleich voll und dann gehört die Stadt uns und wir haben sie unterworfen. Da ist die nächste Armee entstanden. Es ist das so lästig. Aber das war's. Ist nicht mehr mit Armee. Wikinger haben diese brutalen Griechen beeindruckt.
Uns haben sie grausam bekämpft. Das ist auch nicht wahr. Ich habe die Wikinger unterworfen. Ich muss mit der Schande der Niederlage leben. Oh ja, das musst du. Ich muss meinen Bruder warnen. Die Prophezeiung ist wahr. Sie haben einen Gott. Wunder, eine Kreatur. Ich muss durch dieses Portal, um meinen Bruder zu finden. Feigling, Feigling. Wir können nun nach Nagoyen weiterziehen. Nagoyen. Klick auf die goldene Schriftrolle, um das Land zu verlassen. Jawohl. Wir haben die Insel abgeschlossen. Zwei Quests gemacht, riesengroße Schlachten geschlagen, eine riesige Armee an die Sirene verloren, den Orkan losgelassen, unsere Kreatur hat gekämpft. Wir sind sowas von der böseste Gott der Welt. Ja, und jetzt ist das, was ich nämlich gesagt habe. Jetzt könnte ich jetzt hier nämlich, wenn ich wollte, die ganzen Bäume ausreißen und dann wäre die Mission mit dem fliegenden Baum, nein, die Mission mit dem Spion ein bisschen leichter. Gut, wir haben es gepackt, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von Folge 8. Mehr, als ich eigentlich machen wollte, gemacht, aber das ist ja auch nicht schlecht. Ich hoffe, der Unterhaltungsfaktor bleibt erhalten. Ich freue mich, wenn ihr Spaß an der Folge habt und wir hören uns dann in der nächsten, dann in Folge 9, würde ich mal so sagen. Ne? Macht's gut und bis bald.